Hallo, heute geht es um Grad- und Bogenmaß. Ihr seid bestimmt schon vertraut mit dem Begriff Gradmaß. Ich glaube, dass wir dafür intensiv gepaukt haben. Zum Beispiel, ihr könnt bereits wissen, dass der rechte Winkel 90 Grad beträgt. Oder ihr könnt wissen, dass die Hälfte des rechten Winkels 45 Grad ist. Und wahrscheinlich wisst ihr, dass der Kreis 360 Grad beträgt. So, heute stelle ich euch ein anderes Winkelmaß vor, das Bogenmaß. Zur Kennzeichnung des Bogenmaßes wird die Einheit Radiant nachgestellt. Also, was ist ein Bogenmaß? Ich werde das jetzt definieren. So, ich werde jetzt ein spezielles Werkzeug benutzen, um einen schönen Kreis zu zeichnen. Das ist aber falsches Werkzeug. So, das ist gut. Das ist ein Radius, der die Länge R hat. Das Bogenmaß eines Winkels ist definiert als das Verhältnis der Länge des Kreisbogens zum Radius. Und auf die Verwendung des Bogenmaßes hinzuweisen, kann der Radiant mit dem Anhaltszeichen Rad nachgestellt werden. Dabei ist ein Radiant die Größe desjenigen Winkels, der einen Bogen mit der Länge des Radius r umschließt. Die Länge dieses Bogens ist daher auch gleich r. Und der Winkel ist gleich ein Radiant. Lasst mich einen größeren Kreis zeichnen. Wieso der Vollwinkel ausgerechnet 360 Grad misst, hat historische Gründe und ist vom mathematischen Standpunkt aus gesehen gar nicht so vorteilhaft. Das Bogenmaß ist für viele Zwecke günstiger. Also, angenommen, der Radius hat die Länge r. Die Länge dieses Bogen hier ist auch gleich r. Dieser Winkel Theta ist gleich ein Radiant. Jetzt wird auch klar, warum das der Radiant heißt. Das klingt wie Radius. Man fragt sich, wie viele Radianten beträgt ein Vollkreis? Wenn das gleich r ist, wie viel beträgt dann der gesamte Kreisumfang? Er ist gleich 2 Pi r, nicht wahr? Ihr wisst das aus der Geometrie. Also, wenn der Winkel, der der Bogen r umfasst, ein Radiant gleich ist, dann ist der Winkel, der der Bogen 2 Pi r umfasst, gleich 2 Pi Radianten. Also, dieser Winkel ist 2 Pi Radianten. Oder andersrum, Winkel von 2 Pi Radianten beschreibt einen 2 Pi r langen Bogen. Ich möchte euch nicht verwirren. Ich möchte nur, dass ihr versteht, warum es Radiant heißt und wie das sich auf den Kreis bezieht. Wir wissen, dass ein Vollkreis 2 Pi Radianten ist. Und wir können jetzt die Beziehung zwischen Bogen und Gradmaß verstehen. Ich lösche das. Also, wir haben klargestellt, dass ein Kreis 2 Pi Radianten enthält. Und wie viel Grad hat ein Kreis? Wenn wir um den ganzen Kreis herumgehen, wie viel Grad ist das? Das sind 360 Grad. Wir haben eine Gleichung für die Umrechnung zwischen Radiant und Grad. Ein Radiant entspricht 360 durch 2 Pi Grad. Ich habe beide Seiten durch 2 Pi geteilt und das ist 180 durch Pi Grad. Ebenso kann ich beiden Seiten durch 360 dividieren und sagen, dass ein Grad 2 Pi durch 360 Radiant entspricht. Also ein Grad entspricht Pi durch 180 Radiant. Wir erhalten, ein Radiant ist gleich
180 durch Pi Grad. Und ein Grad ist gleich Pi durch 180 Radiant. Es tut nicht weh, das zu merken, aber wenn ihr das doch vergesst, könnt ihr immer wieder das ansehen. Wir machen Berechnungen ein wenig einfacher, wenn wir einen halben Kreis nehmen. Die Hälfte eines Kreises, das ist dieser Winkel, ist 180 Grad, nicht wahr? Das ist ein Gradzeichen. Ich könnte auch Grad schreiben. Und es ist auch gleich Pi Radiant. Also Pi Radiant ist gleich 180 Grad. Und hier sind unsere Ausdrücke. Ein Radiant ist gleich 180 durch Pi Grad. Oder ein Grad ist gleich Pi durch 180 Radiant. Lass uns ein paar Aufgaben lösen, um alles zu verstehen. Angenommen, dass ihr 45 Grad in Radiant umrechnen sollt. Wir wissen, dass ein Grad gleich Pi durch 180 Radiant ist. Deshalb sind 45 Grad gleich 45 mal Pi durch 180 Radiant. Wenn wir den Bruch kürzen, wenn wir 180 durch 45 teilen, erhalten wir Pi durch 4 Radiant. 45 Grad sind gleich Pi durch 4 Radiant. Merkt euch, dass das zwei unterschiedliche Maßeinheiten oder zwei verschiedene Winkelmessungen sind. Mit dem Bogenmaß wird in der Mathematik gemessen. Im Alltag hat man mit dem Gradmaß zu tun. Und nicht vergessen, ein Radiant ist gleich 180 durch Pi Grad und ein Grad ist gleich Pi durch 180 Radiant. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich immer vergesse, was 180 durch Pi und was Pi durch 180 beträgt. Aber was ich genau weiß, dass Pi Radiant gleich 180 Grad sind. Ein weiteres Beispiel. Also, wie viel Grad sind in Pi durch 2 Radiant? Was haben wir gerade geschrieben, dass Pi Radiant gleich 180 Grad sind? Wir wissen, dass Pi Radiant 180 Grad sind, nicht wahr? Also nochmal, Pi Radiant ist gleich 180 Grad. Daher ist ein Radiant gleich 180 durch Pi Grad. Ich vergesse das immer wieder. Zurück zur Aufgabe. So, Pi durch 2 Radiant ist gleich Pi durch 2 mal 180 durch Pi Grad. Und es ist 90 Grad. Noch ein Beispiel. Angenommen, dass ihr 30 Grad in Radiant umrechnen sollt. Ich erinnere euch, dass Pi Radiant gleich 180 Grad ist. Und 1 Grad ist gleich Pi durch 180 Radiant. Deshalb sind 30 Grad gleich 30 mal Pi durch 180 Radiant. Und wenn wir den Bruch kürzen, erhalten wir Pi durch 6 Radiant. Ich hoffe, dass ihr jetzt wisst, wie man Grad in Radiant und umgekehrt umrechnet. Und ihr wisst, warum diese Einheit Radian heißt, weil sie eng mit dem Radius verbunden ist. Bis zum nächsten Mal.